Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier bei Rumlebande bei einer neuen Folge Starcraft 2 1 vs 1 auf den Königstrandel gegen den Poser. Ein Diamantenzirk gegen mich, den Diamantenzirk mit Ö, Zirk oder mit Ü, Zirk. Scheißegal. Eine Runde ZVZ, das heißt natürlich Banning Fights ohne Ende. Und ihr wisst ja, ich bin Banning Fights. Das ist eine Lecke. Lecco mio. Naja, mal gucken, was passiert. So, wir haben jetzt auch anscheinend einen, Streaming-Sendeplan so ein bisschen gemacht. Den werde ich hinten dranhängen für euch. Da seht ihr, wann was kommt, wie was kommt und warum was kommt. Der ist aber, sag ich mal, zu, naja, also nicht jetzt 100% dran halten. Ne? Es kann mal sein, dass die Zeit sich ein bisschen ändert. Aber das, was kommen sollte, das müsste eigentlich passen. Ja, den werde ich dann hier hinten ans Video dranhängen für euch. Mal gucken, wer es bis zum Ende guckt. Wenn nicht, dann, ne? Können wir uns nicht festnageln, weil ihr wisst ja nicht, wann was kommt. So. Und dann könnt ihr nochmal hinschreiben, was, wie ihr das 2 vs 2 besser findet. In einem Video oder doch 2 Videos, dass man wirklich mal jede Sicht komplett sehen kann. Weil... da würden wir uns dann wieder nach euch richten. Wenn ihr sagt 2 vs 2 im einem Video, das war geiler. Dann machen wir das. Oberm spielt eigentlich Hedge First bei gegen Zirk. Weil ich im Redeflow bin. Und nicht aufgepasst habe. Naja, egal. Gucken wir mal, ob wir es verteidigen können. Wenn jetzt gleich der frühe Pool kommt und mich wegrushen will. So, Gas ist dann schon mal jetzt bemeint. Das passt soweit. Seine Overlords kommen wie meine Overlords. Das geht auch. So, du fliegst dorthin. Du fliegst dahin. Und wir drohen weiter hoch. Ling Baneling Fights, yay. Vielleicht geht er auch gleich auf Roaches. Man weiß es nicht. So, dann ist der Pool fertig. Wir können die Queens dazu holen und dann können wir gleich noch das Beat drücken. Theoretisch, jetzt. Und ja, wir bauen mal 6 Linge. Okay, sieht genauso aus. Wir stellen uns hier drauf. Es kommen 4 Linge, alles richtig gemacht. Nur kein Overlord gebaut, alles schlecht gemacht. Nehmen als nächstes das Baneling-Nest dazu. Knüppeln mal hier die Rocks nicht weg. Lassen wir mal noch drin. Inject nicht vergessen. Noch ein Obi dazu. Und dann noch mehr Linge. Und wir gehen zurück. Hier standen Overlord, den müssten wir uns eigentlich holen. Es kommt gleich die Evolution Chamber. Da steht der Obi, den holen wir uns. Der muss weg. Hier hat er genau gesehen. Dann sneaken wir jetzt einfach mal raus. In der Hoffnung, hier ist kein Overlord. Weil da ist einer, das weiß ich. Aber hier hinten lang vielleicht nicht. Morphen hier Banelinge. Er nimmt schon die dritte. Okay, dann müssen wir was machen. Theoretisch kann er fast gar nichts haben. Er hat ein paar Roaches, aber es leckt auch. Ey, warum leckt denn das jetzt? Unsere Streitkräfte.
GG, da hat er wohl das Spiel verlassen. Tja, er hat halt Triple geaxt. Oder Double geaxt und hat halt nicht wirklich gescoutet, ne? Manche würden sagen, es wird Cheese. Manche würden sagen, es war Null In. Null In war es auf jeden Fall bei mir. One Base mit Two Hatches. Aber ich habe halt seine dritte gescoutet, ne? Da muss ich ja was tun. So, jetzt haben wir noch die wunderschöne Nidus-Netzwerk freigeschalten. Das Mac-Netzwerk. Wie lange geht denn die noch? Nur 18 Tage. Ja, das müsste ich ja noch schaffen, diese letzten beiden Gebäude. Den Verseucherbau, der sieht auch fett aus. Und dann haben wir noch den Uli-Bau. Wow, was gibt's da noch Schönes? Good luck, Herr Fahne, cool. Und ein Brutlord-Bildchen. Gab's hier noch was anderes? Ne. Okay, was hatten wir hier? Den Schößling. Habe ich den schon ausgewählt? Ja, habe ich. Hier haben wir noch den Schleicherbau. So, dann gucken wir nochmal, ob wir noch schnell einen finden. Oder auch nicht. Ja, ich würde sagen, ne, das dauert zu lange. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob. So, hier noch eine kurze Information über unseren Sendeplan. Ne? 16.30 Uhr haben wir einen Slot. Da kommt dann immer montags Orkmas Die, Dienstag Dawn of Man. Mittwoch haben wir uns jetzt freigenommen. Wir hatten erst Freitag, haben gedacht, nee, am Wochenende können wir nicht kein Video bringen. Also machen wir mitten in der Woche einfach mal einen Tag, wo wir nichts rausbringen. Ich hoffe, das ist nicht so dramatisch für euch. Dann donnerstags wieder 16.30 Uhr Orkmas Die. Freitag Dawn of Man, Samstag kommt dann StarCraft 2 1 vs 1 und dann sonntags StarCraft 2 2 vs 2 16.30 17.30 Uhr, da kommen vielleicht noch so ein paar Special-Projekte, der Mutti-Bär wollte wieder was Solo machen, bin ich mal gespannt, vielleicht kommt von mir noch was, vielleicht will ich nochmal Terraner probieren, vielleicht kommt da auch so eine Challenge, keine 100-Tages-Challenge, weil, ne, haben wir ja gesehen, die schafft man nicht. Und dann 18.30 Uhr kommt dann wie immer für euch StarCraft, 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 außer Mittwoch. Und Samstag und Sonntag sind halt die Slots vertauscht, 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. So, das wäre jetzt unser vorläufiger Sendeplan ab 25.03.2017. Wie immer ohne Gewähr und ohne irgendwelche Rechtsfolge. Ne? Also dann, wisst ihr Bescheid. Bis dahin, tschüss.